Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben, als wir Maike endlich platt gemacht haben. Und ich war jetzt nochmal kurz schon mal die Pokémon heilen, damit wir gleich den nächsten Kampf bestreiten können. Oben warteten wir einen Doppelkampf auf uns gegen Edwin und Carol, die jeweils ein... Also Edwin hat ein Lombrero und ein Blanas und Carrot ein Fritzelblitz und ein Volteball. Das heißt, wir sind ja eigentlich ganz so gut am Start, bis auf bis Blanas. Da hätten wir, wenn wir dann noch wechseln. Aber ansonsten, ja, dürfte es eigentlich kein Problem sein, weil Lukas ist effektiv auf Fritzelblitz und ja, Markus, der wird das schon schaukeln. So, Funkensprung schön in Lombreros Face. Batz! Jawohl, gleich mal paralysieren. So ist richtig, Markus. Jawohl. So ist das schön. Also, wir werden versuchen, heute bis zur Arena zu kommen. Beziehungsweise in dem Part versuchen, bis zur Arena zu kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, ist nicht so schlimm. Aber ich denke, das schaffen wir. Sind nur noch ein paar Trainer. Und wenn wir noch die Zeit haben, dann werden wir sogar noch den die Arena beginnen. Und ja, dann haben wir unseren... Und wie vielen Orden haben wir dann? Ich weiß gar nicht, wie viele Orden wir schon haben. Schade, ich glaube zwei. Könnte hinkommen. Ja, zwei könnte hinkommen. Alles klar, gut. So, Lukas dürfte jetzt, wenn er... Fuck, warum geht der denn jetzt auf Blanas und nicht auf Fritzelblitz? Ah, scheiße, wieso habe ich nicht gewechselt? Wieso geht er denn nicht auf Fritzelblitz? Da, wo er vorher auch schon war. The fuck? Ja, ist egal. Na komm, greif mal einfach weiter Blanas an. Ist mir scheißegal. Irgendwann wird er eh drauf gehen. Siehst du, noch ein Funkensprung, also hat auch down. Kein Ding. Boah, jetzt... Fuyo. Blanas ist paralysiert. Mann, warum denn ich auch? Komm. Und Funksprung. Aber Fritzelblitz ist der Einzige, der nicht paralysiert ist. Schade. Nein, ich wollte nicht scheiße sagen. So, töte das Biest. Cheater! Hacker! So, jetzt kommt noch ein schönes Volteball. Und? Ja, da ist es auch schon. Gitarist Carol. So, ja, Pfund. Alter, für Pfund zieht er ja ganz schön viel ab. Übertreibt man nicht so. So. Markus ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. So, komm. Hälfte weg. Oh, warum denn? Kannst du mir doch nicht antun, ey. Ja, aber wisse, Blanas darf weiter angreifen, genau. So ist richtig. Töte das Biest endlich. Jawohl. So ist gut. Dann errechnen hier endlich Level 21. Habt ihr vorhin geguckt, so viel braucht ihr gar nicht mehr. Wie die immer mit einem kleinen roten Pünktchen nur erleben. 2, 3 KP. Wenn es hochkommt. So, tschüss. Ja, jetzt kommst du mit dem Volltreffer. Jawohl, genau. Ah, da ist Lukas schon hoch. Jawohl. Lukas hat versucht, Brüller zu erlernen. Ich dachte, der wollte es schon erlernen. Ah, egal. Aber wollte er es halt auch noch nicht erlernen. Habe ich im letzten Part ein bisschen Quatsch erzählt. So. Jetzt kommen noch zwei Trainer. Na komm, wir heilen uns einfach. Dann nehmen wir eine schöne Bäre, eine Arena-Bäre. Ich will die nicht prüfen, ich weiß, was es ist. So, Lukas wird geheilt. Und brauchen wir... Ne, brauchen wir nicht. Abra kommt noch.
Na, okay, doch, brauchen wir. Weil dann nehmen wir Lukas wieder für... Nehmen wir Lukas für Magnetilo und Fritzebitz für Abra. Was dann kommen wird von den Trainern Wendelin und Kirsten. Man kann sie im Doppelkampf bestreiten, aber man muss es nicht unbedingt. So. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin das der Hund. Sieht so aus, als wärst du leicht zugedröhnt. Mein Gott, ne, geh nicht mehr auf die Nerven. So, da ist Radfahrer. Und da ist Psycho-Lady. Psycho. Jetzt kommt mir so ein hässliches Hoppelhäschen, ey. Ich kann euch immer noch nicht leiden, egal was ihr mir sagt. Ach man, jetzt kommen die wieder damit an. Flucht unmöglich. Muss die ganze Zeit immer nur eine Runde abwarten. So, jetzt kommt die blöde Radfahrerin ran und jetzt kommt die komische Psychotante ran. Oder der komische Psychotyp, besser gesagt. Ja. Oh. So, Magnetilo und Abra, jawohl. Genau. Also, jetzt war es eigentlich sinnlos zu trainieren. Nicht weil guckt uns an. Wir sind 6 Level im Unterschied. So, Funksprung auf dich. Und BATS in your face. Kann Abra schon Attacke in dem Level? Ich weiß gar nicht, der Abra ist ja eigentlich so wie Carpador könnte man vergleichen. Am Anfang ist eigentlich total schlecht, weil er kann nur Teleport. Und Carpador kann ja nur Platscher. Obwohl Teleport dann ein bisschen mehr bringt. Aber später dann... Ja, Simsala, das ist schon ein harter Brocken. Und Gyarados erst recht. So, Magnetilo weg und Abras auch weg. Wenn Markus jetzt angreifen darf. Und? Darf er? Darf er? Ah ja, genau, Abras erstmal schneller, jawohl. Na, wenigstens darfst du angreifen. So, und jetzt erreicht er 21, verdammt nochmal. Mann, wie viel schluckst du, Alter? Ja, lauert mich nicht voll, lass mir einfach weiterziehen. So, wie viel brauchst du denn noch? Ey, nein! Oh Mann, was soll der Scheiß? 558, Alter. Schluckst ganz schön viel. Markus, solltest du mal drüber nachdenken. Echt mal, wir hätten den Detektor schon eher einsetzen können. Na, ist egal. Dann nehmen wir eben jetzt schon... Mann, nicht hier bei Mecker. So. Select. Nichts, keine Anzeige. Ich laufe 3 Schritte und werde direkt von dem hässlichen Schlupphock gegrüßt. Hi. Schön, dich zu sehen. Du Schleimwalzen, ey. Nichts, keine Anzeige. Nichts, keine Anzeige. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dürften wir gleich ein Item finden. Aber erstmal müssen wir gegen den kämpfen und das ist schlecht, dass wir jetzt Stalunia vorne haben. Das ist sogar mehr als schlecht. Na gut, Tentara geht noch, aber... Jetzt hatten wir Kyrlia zum Beispiel noch ein bisschen trainieren können. Naja, egal. Weil mehr. Das sollte ich auch vor mir zuzulegen, weil ich finde so eine großen Pokémon immer irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die irgendwie geil. Die haben so viel Leben und die überleben so lange, das ist voll geil. Das ist jetzt schlecht. Wenn ihr nämlich 2 oder 3 Mal... Okay, hat sie erledigt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt 1 oder 2 Mal nicht angreifen kann, dann sind wir erledigt wegen Walzer. Aber das hat sie dann wohl. So. Der müsste eigentlich... Wenn ich mich erinnere, hat der
danach noch ein Tentara. Das heißt, er hat ein Tentara, zwei Weilmeers und noch ein Tentara hinten dran. Ja, das meine ich nämlich. Jetzt sind wir nämlich tot. Wenn wir denn nicht einen Trank hätten. Nicht? So sieht es aus. Natürlich trifft's weiter. Ist ja klar. Warum auch nicht? Ja, danke schön. Wir dürfen immer noch nicht angreifen. Das ist das dritte Mal. Fick dich. Spiel. Scheißspiel. Dankeschön. Jetzt war es beleidigt. War sauer auf mich. Jetzt wollte es mir wenigstens einmal hilfreich sein. So. Na, könnte besser sein. So, jetzt kommt noch ein Tentara. Das dachte ich mir. Deswegen schicken wir jetzt einfach mal Curly rein. Und ich habe Curly einfach mal im letzten Part als weiblich eingestuft. Ne? Ist in Ordnung. Sieht doch eigentlich weiblich aus. Bis auf das Männlichkeitszeichen da neben ihrem Namen. Ist ja gar nicht auffällig. Ach, nee. So, Spieler besiegt Angler Albin. So. Ich bin doof, das Elixier haben wir ja schon gefunden. So, das sind drei Nana-Bären, also jedenfalls 9. Und die können wir dann auch mal ein bisschen was anpflanzen. Denn ich habe das früher mal so gemacht, dass ich die einfach alle aufgebraucht habe. Und dann hatte ich nicht mehr davon. Deswegen, wir pflanzen eine Sinebeere an. Und wir pflanzen eine Amrena-Beere an. Und dann pflanzen wir eine Yonago-Beere an, die ist für AP auffüllen. Naja, nee, erstmal nicht. Wir nehmen erstmal eine Amrena-Beere. Und den haben wir nämlich nicht mehr. Ja, ich möchte gießen. Gieße weiter, mein Junge. Ich finde das besser gelöst auf Pokémon DS Edition. Da kann man nämlich rumlaufen mit der Kanne. Da gießt nämlich unendlich lange. Obwohl es eigentlich total sinnlos ist, beziehungsweise ist eigentlich gar nicht möglich, die ganze Zeit weiter zu gießen. Weil irgendwann ist das Wasser in der Kanne ja auch lernen. Nicht? Deine Freunde waren im Fernsehen. Wow. So, und da müsste Zertrümmerer drin sein und X-Tempo haben wir hier gefunden, was ich eh nicht verwenden werde. Außer vielleicht in der Top 4, wenn ich ein bisschen zurückliege und ich einen kleinen Vorteil brauche, aber ansonsten habe ich das Zeug noch nie verwendet. Ja. So, und hier in der Stadt ist auch die Spielhalle, da können wir dann auch ein bisschen was machen, wenn ihr denn wollt. So, aber erstmal gehen wir dort unten nach rechts, um da ein paar schöne Leute zu plätten. Wir sind übrigens fast im Partende angelangt. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich nicht ganz geschafft. Ich werde die Parts auch nicht länger machen, nur weil, auch wenn die Datei kleiner ist. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bestreiten wir den Doppelkampf. Und wir sehen uns wie immer in 2 Tagen bei Need for Speed. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. We'll be right back.